Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Steel Rising. Also der Großteil war die ganze Zeit schon da. Okay, cool. Wie blockiert? Hier ist immer noch was Neues. Wir waren da wirklich noch nie drinnen, ne? Wir haben erst die Pärchen genommen und dann wurden es immer mehr, die auf Insta wollten. Ach so, meinst du das? Die anderen haben sich am Anfang noch nicht getraut, oder was? Wir sind doch schon im Kampf. Dreh dich um, komm her. Wow. Endlich mal eine Ramme. Wir haben noch so viel Fiolen, dann nehme ich noch ein paar Fiolen erstmal. Hier können wir noch durch. Das ist nur ein einzelner Raum. Wenn nur ein einzelner Raum zu sein. Also ich habe auf jeden Fall was geändert. Beim OBS sehe ich jetzt keine großen Veränderungen. Scheint halt einfach das Spiel wahrscheinlich. Aber mein Tiering ist weg. Zumindest auf dem Hauptbildschirm ist weg. Das freut mich sehr. Richtig. Mann, ich hab auch mal was richtig. Ich bin ja richtig stolz, ey. Kann ich ja richtig stolz sein. Ich hab auch mal was richtig. Mal den und dann den extra Schaden austeilen. Hier schon mal ein Teaser, wo wir wahrscheinlich hin müssen, ne? Wenn du so auf ein Date gehen willst, so. Jetzt mit mir main. Okay. Ja, der ging leider ein bisschen unter, dadurch, dass er das natürlich nicht kannte, das Wort. Witze mit mir main. Guck mal, hier funktioniert es wieder, wa? Mit den Items. Hier landen sie wieder auf dem Boden. Frechheit, ey. Frechheit, sag ich euch, Frechheit hier. Point of no return. Lässt es schön sein, dass hier die Leute Waffen tust. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen.
Päckchen. This gate has a lock that requires some combination of four letters. I should follow Capitaine Lefebvre's footsteps. He and his men withdrew to the Société des Amis de Noir. They must have gone towards the Châtelet. I doubt they survived their retreat. Und mir fehlt halt noch der Code, okay. Alles klar. Dann holen wir uns mal den Code, Leute. Der ist ja nur 140 Meter weit weg, oder? Oder? Bist du auch nicht, ne? Nee, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schön. I like it. Marinda. Mist. Das Ohrensäckchen. Guck mal, gar nicht gesehen, siehst du? Haben wir hier schön nicht? Okay. Gefallen. Eisen, Bronze machen, also davon haben wir jetzt nun wirklich genug, ne? Auch dieses Urikalchum-Ding. Ganze Zeit nicht drauf geachtet, ne?
Jetzt, wo man weiß, dass dann den Säckchen mal drin ist, ne? Hat man auch so ein bisschen drauf. Hier irgendwelche runterhängen. Aber die meisten hängen ja runter, wa? Basti, drei Mäuschen, herzlichen Glückwunsch. 150.000. Fast drei Schweinchen. Aber nur fast. The poor souls. They died just steps from their goal. Ach, das ist der Typ, der hier die Lanze abgekriegt hat. Naja. York. What does that mean? York. What does that mean? Jetzt sind die vier Buchstaben, du Knalltüte. Und Major, bla 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 bla. Ihnen wird befohlen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Vorrücken feindlicher Truppen auf das Sherlock verhindern. Falls nötig, sabotieren Sie die Vorrichtung zum Öffnen der Tore. York. New York? What? He says? What he says? Keine Ahnung, was er gesagt hat. Was? Wie wird das ausgesprochen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, da bin ich auch so lusche. Da ist Explosionsdinge. Voll der Garbage. Setzen wir uns noch mal kurz hin, wa? Wieso denn nicht? Na, Daniel, ist klar bei dir. Wie geht's dir stets? Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich dir. Guck mal, da ist noch ein Säckchen. Ist ein Unsäckchen. Bam, Junge. Verstehst du? Ausdauer. What he says? Gerade Baseball mit mir gespielt? York.
Gut. Very good. Very, very good. Hast du überhaupt so viel Kohle? Gerade so, wa? This place must be studied carefully. Gerade so, ey. Na, wie viel mussten wir immer so übrig lassen? 5000 mal 30 würde ich immer so übrig lassen. Und so auf 150.000. Die wirst du ja wohl arm dann, oder? 1,6. Nee, das sind bloß. Doch, das wären 200. 230.000 würden übrig bleiben. Ah, guck mal, hier konnte man schon durchgucken. Ah. Das war der Teaser gewesen. Ein Haftbefehl an alle Offiziere. Ich bestehe erneut auf der Notwendigkeit, dem Treiben von Marat, der sich der Gerichtsbarkeit entzieht, ein Ende zu setzen. Unabhängig von unseren militärischen Erfolgen werden wir den öffentlichen Frieden nicht wiederherstellen können, solange dieser Unruhestifter die Saat der Zwietracht sehen kann. Achten Sie bei unseren Einsätzen daher gut darauf, dass der Betreffende sich das Chaos nicht zunutze macht, um uns durch die Maschen zu schlüpfen. Nehmen Sie ihn möglichst lebend gefangen, aber greifen Sie auf alle nötigen Mittel zurück, wenn er sich widersetzt. Der stellvertretende Kommandant. Okay. Na, Marat haben wir ja schon getroffen, ne? Der alte Verräter. Eine Eidesformel. Wir, die Offiziere, Soldaten und Veteranen des Regiments, der Saint-Torge oder so, genau. Befreier des amerikanischen Volkes, Schwörer General de Lafayette, die Treue. Als einziger im Königreich kann er wieder für Frieden sorgen. Wir geloben hiermit ihm, um jedem Preis zu folgen und seine militärischen und politischen Absichten mit jedem nötigen Mittel durchzusetzen. Disco Bolos Rad. Prunkvoller Zweispieler. Das so. Holy shit. Das Ding hat alleine schon 75? Basisschaden? Krass. Und sogar Betäubung. What? Kosten der Technik 1. Physischer Schaden. Wucht 400. Wow. Das ist echt eine Menge. Mann, wäre ich mal auf Stärke gegangen, ne? Holy moly. Kriege ich nicht sowas als Fächer oder so? So, prunkvoller Zweispitz hat super viel Panzerung, oder? Ansonsten nichts. Prunkvoller Wams. Bisschen Frostrisi, ansonsten nichts. Lass mal.
document bears the signature of the Marquis de Lafayette. So the rumors were true. The Garde Nationale wasn't formed spontaneously. All of this was carefully orchestrated. It is high time the Marquis de Lafayette explained himself. Ich mal durchlesen, ne? So, alles klar. Das Manifest von Henry V. Die Unterzeichner dieses Dokuments verpflichten sich auf die Absetzung des Königs Louis des 16. seines Namens zugunsten seines erstgeborenen Sohnes, des Dauphin Louis Joseph, weißt du, ne? hinzuarbeiten. Sie geloben, dieses Ziel um jeden Preis zu verfolgen und ihre Leben zu opfern, wenn die Situation es erfordert. In Übereinstimmung mit ihrer Position und ihrem Rang erklären sie sich bereit, die folgenden strategischen Maßnahmen zu ergreifen und einzuhalten. Erstens. Beim ersten Blutvergießen durch den König bilden die im Hotel stationierten Veteranen das Regiment eine Nationalgarde und sagen sich öffentlich frei vom Oberbefehl des Königs. Es wird darauf geachtet, diese Meuterei so zu inszenieren, dass sie die Begeisterung der anwesenden Augenzeugen entfacht, ob Zivilisten oder Soldaten. Zweitens. Diese neu gebildeten Truppen begeben sich zu den Kasernen in Paris und ersuchen um die Unterstützung anderer Einheiten. Drittens. Zivile Agenten richten auf Märkten, die von vielen Leuten besucht werden, Appelle an mögliche Freiwillige. Sie führen Pamphlete, Plakate und Banner mit, um die Patrioten zu überzeugen. Viertens. Soldaten und Freiwillige versammeln sich auf den Place Dauphine, wo eine Anwerberstelle eingerichtet wird. Die Verschwörer bestehen auf den Namen Lafayette und fordern ihn als ihren Anführer. Alle müssen überzeugt werden, dass der Marquis der richtige Mann für die Lage ist. Wer das bestreitet, kann nötigenfalls eingeschüchtert werden. Wenn die Truppen kampfbereit sind, kommt der Marquis de Lafayette, um sie anzuführen. Darunter befinden sich etwa 20 Unterschriften. Die erste Unterschrift ist die des Marquis de Lafayette. Zu wissen. Gut zu wissen, der kleine Gauner, der. Es war alles geplant, von vorne bis hinten. Episch ausgearbeitet. Ist aber einigen Stellen so, ne? Können wir jetzt erstmal wieder zurück. Warum liegt denn da Loot? Das ist ja ulkig. So, wir müssen erstmal wieder zum Ausgang. Tschüss. Ansonsten haben wir erstmal nichts.
So, dann werden wir erstmal den Typen da zur Rede stellen. Fragen, was denen einfällt. Nee, hier nicht. Fragen, was denen einfällt. Und dann schauen wir mal weiter. Warte mal, war hier gar nicht der Ausgang? Wo waren die nochmal? Ach, der war ja oben, ne? Was richtig Tolles entdeckt. Ein Säckchen. Wie gesagt, so also achtet man auch gar nicht drauf, ne, ob hier irgendwelche Säckchen rumhängen. Richtig spät das gesehen. Wollt sie explodieren? Sehen wir rein, ganz gerne. Noch ein Säckchen. Ja, wenn das so ist. Ja, wenn das so ist. What is in the fucking box? Nur, what is in the fucking sack? Ein Lehmgranate. Wenn wir die nicht benutzen, können wir sie immerhin verkaufen, wa? Und Basti, Sarah, wie sieht's aus? Heute Abend mal eine Runde Phasmo? Oder zu gruselig für euch? Ich muss da ganz dringend Kekse backen. What? Ich weiß nicht, ja, DMD? Daniel? Hast du schon mal Phasmo gespielt? These gentlemen and I have come to an agreement. That is good news. Nee, lass mal. We'll resolve our differences when the time comes. The matter okay. Is settled. You can no count problem. On it, Laclau. But now it is clear that we are fighting the same adversary. Adversary? You are rather indulgent, Monsieur le Marquis.
It seems that you are still fond of him, despite his heinous crimes. Oh, de grâce. Truly, the king is no more than a wild beast. And together, in large numbers, we will hunt him down. Madame, please give the model and the engineering notes to Monsieur de Robespierre. However, you shall hold on to the patents. No one knows what the future may hold. Let there be peace between you, gentlemen, for there is still much work to be done. We believe we now have a way to destroy the lanterns. Without them, the machines will no longer be able to carry out their sinister task. But it is still just a strategy, which needs to be tested. And even a conclusive experiment will not guarantee our success. Where will we find a working cannon? How will we get more vitriol? How will we make more cannonballs? Please, I ask each of you to set to work without delay. Pour la nation, monsieur. Pour la nation. Pour la nation. Pour la nation. Die Laternen der Toten. Have you found my mother? No, not yet. Remember, rumor has it she lives in the slums of the Marais, in the shadow of the Bastille. Goodbye, Monsieur le Comte. Have you found Monsieur Marat? Yes, you were right. He is hiding in the quarries of Montmartre. Did he show you the way to the Bastille? No. But he told me about the tunnels that will take me to the Temple. From there, I can fight my way to the Bastille. The man is trustworthy, as long as he does not count you among his enemies. You should leave us, and take up his advice immediately. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. We laid bare, so he had the... At least we only positively... Goodbye, miss... Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? The clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. Ja, muss ich da jetzt sowieso hin, okay. To get there and put an end to this threat. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Monsieur Bailly. Goodbye, Monsieur Bailly. Monsieur Raymond. Go on, Aegis. See you soon. Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Goodbye. Allez en paix. Can I help you, Aegis? Nö. Goodbye. Offensichtlich nicht. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Die Kinder des Königs. I spoke with Monsieur Marat and Monsieur Laclos. Ah, the scoundrels. Did you force them to confess? Do you know what they did with the children? They admitted to organizing the ambush at Gros Caillou. Ah, cursed recreants. Cowardly corruptors of innocence. Where are they holding their prisoners? They must be rescued immediately. They do not have Charlotte and the Dauphin. Excuse me? They dare to claim that? It is the truth. The ambush was a catastrophe. The king had gotten wind of your plans. Automats from Versailles slaughtered the kidnappers and seized the children. By now, the children will have been reunited with their father. There is little doubt about that. Mon Dieu. Then it is from the clutches of that tyrant, in his own palace, that they must be saved. I fear that such an undertaking is doomed to failure, although there is no question of giving up. Beschwörung abgeschlossen. Ihn beschuldigen? Ja, okay, Mom. Monsieur le Marquis, there is a most unfortunate rumor about you going round. Oh, just one, is there? You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine over to the king. Calumny. This is nothing less than vile slander. Save your breath, General. The rumor is true. I can prove it.
There's no point in trying to defend yourself. I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about the uprising. Do you have any evidence to support your accusations? I do. I have the manifesto. Bon sang. Das Komplott. Why resort to this manipulation? You must understand what I have done. I did for the good of the kingdom. Yeah, it sounds like that. This massacre while protecting the queen and the dauphin. In the name of the people, Aegis. But an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professional soldiers could organize and lead the resistance. Und seine Komplizen? Who were your accomplices? My brothers in arms, the brave men of the Regiment de Saint-Ange, veterans of the American War, men who at the Battle of Yorktown brought an empire to its knees. Alas, we gravely underestimated the enemy's forces. We thought we would face an infantry supported by a handful of machines, but an entire army of automats. It was unthinkable. Aha, und sein Machthunger? Some accuse you of harboring a lust for power. The circumstances were to your advantage. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, if I wanted the crown for myself, why did I not take it when I returned from America? When I had seasoned troops at my command and the people sang my praises with one voice? No, that makes no sense. Though I readily admit that I do believe I am worthy of fulfilling an important role for the Queen after her son is crowned. Lieutenant General of the Kingdom, for example. Or even, if circumstance requires, the Regent. Voila. Now you know everything. I haven't left anything out. However, this truth, if it were made public, would play right into my enemy's hands. So I ask you not to reveal anything I've just told you. And to give me the manifesto. Als nicht werde ich dich töten. Hoffentlich klar. C'est entendu, General. Here. Aegis, by doing this, you're not saving my honor. You're saving the future of the entire kingdom. Oh, and one more thing. Can you tell me where I can find my detractor? The one who told you the rumors about me? I cannot tell you anything, General. Oh, no matter. I will not let this serpent continue to vilify me. I shall get redress for these aspersions in the end. Do as you wish, General de Lafayette. Goodbye, Monsieur le Marquis. Monsieur Marat. Madame? I'm surprised to find you here. Did you follow me? Didn't you know? The Duke's allies are always impeccably informed. Some even say that we have eyes and ears everywhere. What do you want from me? To tell you the truth, I can't wait to hear what you've discovered about the matter at hand. And I was afraid you might leave me in the lurch. You can never be too cautious these days. That's why I decided it would be better for me to come to you. Hörung aufdecken. Nichts verraten. Nichts verraten. I found no incriminating facts. Nothing to indicate that the Marquis was involved in a conspiracy. Come now, what do you mean? You sure you're not leaving anything out? Why do you assail this man so? Because I will not permit things to go from bad to worse. I will not allow the Patriot who are now fighting our tyrant to suffer yet another oppressor. That's why, in the name of the French people, I ask you one last time, do you have any proof to give me? No. No. You must believe me. Eh bien, if that's true, then there's no hope for us. I must admit defeat.
We will have either the king or Lafayette, one despot or another. In either case, my fate is sealed. I will soon join the Duke in exile, and I will abandon my beloved people to their doom. I have no other choice. Ruhm und Unehre. What? Was das denn schon wieder heißt? Was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Brunnen da, wo die Schlüssel so in der Mitte drin sind? Dann kann ich die denn mal überhaupt benutzen? Oder war das mal als Gimmick geplant oder dann irgendwie doch nicht? Ah. Mal gucken, ob wir das Geheimnis noch herausfinden werden. Vielleicht ist das ja eine andere Art der Schnellreise oder so. Da zwei sind in der Nähe von dem Ding, ne? Trotzdem Schaden bekommen. Ne? Ja, dann auf zum Tempel, wa? So wie es aussieht. Mehr können wir ja, glaube ich, im Moment nicht machen. Kann man hier auch andere Sachen kaufen oder ist das immer das Gleiche? Aber wir können ja trotzdem mal kaufen, oder? Was weg ist, ist weg. Tada! Alles gekauft. Oh, man kann hier 4 Modulschlüssel kaufen. Findet man keine mehr, oder was? Rollbergkette, die ist aber neu. Die ist neu. Und ein komisches Rad. Kälteerzeugnis. Kosten 2. Durchtränken 40 Sekunden. Durchtränkung Schaden 19. Heute Multiplikator, ach was. Guck mal an. Neue Sachen. Deutlich mehr Rüstung, aber keine Ballons mehr. Und auch keine Ausdauer. Muss man wohl öfter mal reingucken, mal in den Shop. If I take one more step, there will be no turning back. This path will lead me straight to the Quartier du Temple. Ja, das habe ich schon verstanden. Deswegen habe ich auch die anderen Sachen jetzt schon gemacht. Ich mir schon dachte, dass wir nicht mehr zurückkommen. Untergrund von Paris. Okay.
Secret. Oder? Ein sehr großes Secret hier. Meistens hast du ja mal nur so kleine Räume. Wo du mal kurz rein kannst. Ein cooler Angriff gewesen. Noch ein. Oh Gott, das ist hier rein zu Labyrinth oder was? Labyrinth, alles klar. Welche? Oh, wir haben uns ein bisschen mehr merken müssen, aber ist ja kein Problem. Das erste Ding ist, kommen wir wieder zurück. Nein, dann nicht. Oder? Ah, doch. Musste man sowieso runter. Perfekt. Dann sind wir hier fertig. Alles. Checken wir jetzt die Area, ne? Oben ist auf jeden Fall was. Schon, du bist ja schon oben gewesen. Okay, probieren wir mal hier. Und was nimmst du? Zwei oder drei? Sein, dass man hier irgendwie. Kann. Oh, vielleicht von der Seite. Ah, ich verstehe. Und dann da hinten so lang und dann da lang. Ja. Alles klar. Das wird viel später. Den soll ich schaffen? Okay. Wir probieren es. Ja.
Easy. Er hat eine Menge AP. Das ist ein Säckchen. Hab ein Säckchen gefunden. Verbesserte Frostgranate. Hey. Nee. Lauf nicht rauf. Okay, dann geht's weiter runter, so wie es aussieht. English or German, please. So, Feierabend und ab nach Hause, bis gleich. Und gut nach Hause, Sepp. Und bis gleich, ne? Im Feierabend auf jeden Fall. Die Grube. Ja, wir sollten auf jeden Fall nicht runterfallen. Wir probieren es mal. Haben wir hier oben noch irgendwas?
War gerade ein Kampf, ey. Holy mit. Holy shit, ey. Holy shit. Er sollte eigentlich noch da fliegen, aber. Oder dann fliegt er halt da runter, ne? Hm. Ausprobieren? Wurde sie denn gezogen, Alter? Wo liegen die denn? Wir gingen da unten, wa? Oder? Nicht ganz. Hm, könnte man mal probieren. Vielleicht kriegt man die da noch. Ist ein Loch. Wo ist ein Loch? Ja, komm noch. Wusste ich nicht, wa? Boah. Oh nee, nicht so ein Musikinstrument. Direkt über uns, wa? Irgendwo den Greifbalken gesehen oder? Sehe ich hier nicht. Oh, da drüben.
Da drüben, das sehe ich nicht. Hilf doch mal, Junge. Warum krieg ich so viele Springgranaten? Ist das ein Teaser für den nächsten Boss oder was? Benutzte Springgranaten? Verbesserung. Nö. Boutique. Ja. Module, irgendwas Neues? Nö. Will ich mir Schlüssel kaufen? Will ich mir kaufen 7500. Auf mir meinen Schlüssel, warum nicht? Oh, eh gut dabei, oder? Genau. Durchtränkungsdauer. Nice eigentlich. Also Alchemiewaffen gar nicht mal so schlecht. Die haben jetzt super viele Module, die sie ultra krass verbessern. Den hätte ich gerne mal. Muss mal was Neues nehmen. Damit verlieren wir zwar Balance, aber falls das nicht klappt, können wir immer noch zurücktauschen.
Ausdauer haben wir jetzt wie viel? 133, uje. Sehr wenig. Mal schauen, wie gut wir damit klarkommen. Wenn es nicht so gut läuft mit dem neuen Equipment, dann tauschen wir wieder, ne? Aber wie Sie sehen, ist hier nichts. Toll. Hat hier schön, toll, so ein Special. Und dann ist da nicht mal was. Ist das wirklich so gewollt, dass man hier so rüberspringt? Manchen Sachen bin ich mir manchmal gar nicht so sicher, ob das wirklich so gewollt ist und so da hochkommt. Wenn es noch einen anderen Weg geben müsste. Guck noch mal ganz kurz, um ganz sicher zu gehen, ein anderer Weg ist. Die Fratze da oben. Oh, seh. Na, scheinbar müssen wir hier worüber. Willkommen zurück, Sepp. Bitteschön.
Ich sehe, hat alles reibungslos geklappt. Sehr schön. Jetzt, wenn hier so eine Ladezone ist, what the heck? Die Bastille. Was? Wo sind wir denn jetzt? What the heck? Normalerweise sollte man hier so rüberspringen, oder was? Warum musste ich das nicht? Haben das Speedrunner ausgenutzt, oder was? Haben einen Fehler gefunden? Was kriegen dafür? There's no turning back. From now on, I will have to do without a carriage. The Bastille is to the south of the Temple. Keine Kutsche mehr. Hm. Das hier Endspurt oder was? Sich an wie der Endspurt hier, oder? Wenn sie schon sagte, kann auch keine Postkutsche mehr nehmen hier. Oder keine Kutsche generell. Fühlt sich an wie Endspurt. Unantastbarkeitsmodul für 3000. Dieses Modul verringert stark die Ausdauer, aber das Ausweichen und Sprünge verbrauchen keine mehr. Ich kann so viel springen und ausweichen, wie ich möchte. Hm. Mal vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Ist denn hier irgendwas Neues? Nee. Sieht so aus.
Rutschenmarken gibt's hier noch. Ne, die hab ich, oder? Doch. Kaufen, verkaufen. 176. 300, what the heck? Warum zum Teufel sollte ich Essenzen kaufen? Soll ich doch nur drauf. Bastille Gräfen finden, Schießpulver finden. Die verarschen einen doch, oder? Wenn das hier schon vorbei ist. Ich nehme mal die Steine wieder raus, ne? Immer ein Button mehr, den ich drücken muss. Ich benutze die viel zu selten. Wollt jemand die Äpfel noch essen? Nö, ne? Ne, was sind das für Äpfelbäume? Das sind so Tomaten. Wird natürlich auch Tomaten sein, ne? Zumindest sind die Sträucher ja ein bisschen kleiner als ein Baum. Keine Kutschen mehr. Oh, aber vielleicht können wir dann trotzdem noch die Brunnen benutzen. Oh, das war halt meine Idee gewesen. Aber die haben es nie umgesetzt. Im Brunnen. Warum läuft hier eigentlich Wasser? Wo hast du mich gesehen? 5000 Kilometer entfernt hast du mich gesehen. Ich brauche eigentlich die Ausdauer. Ich brauche die Ausdauer. Obwohl er sich wirklich nicht schlecht anhört, ne? Also das Modul meine ich jetzt. Hört sich wirklich nicht schlecht an. Dass Sprünge und Ausweichen keine Ausdauer mehr verbrauchen. Ja, wir müssen halt gucken, wie viel abgezogen wird, ne? Dafür gehe ich nochmal kurz zurück. War ja gleich um die Ecke, ne? Wir einfach mal ausprobieren. Die Hälfte, 80%, 90%. Wie viel wird mir weggenommen? Minus 50 Punkte auf Ausdauer. Naja. Probieren wir mal. Einfach mal ausprobieren. Der Balken ist so winzig, ey. Und dann könnte ich, glaube ich, auch die andere Ausrüstung wieder anziehen, oder?
Scheiß auf Beute. Mehr als genug Beute. Können wir erstmal so lassen, finde ich. Natürlich, dass hier noch was anderes ist. War irgendwie klar, dass hier noch was anderes ist. Eine Nachricht vom Oberkommando von General bla 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 bla. Da ich keine weiteren Informationen über die von Ihnen gemeldeten Vorfälle erhalten habe, kann ich Ihnen keine neuen Anweisungen geben. Im Namen des Königs befehle ich Ihnen, mit Ihren Truppen in der Festung des Tempels zu bleiben. Ich versichere Ihnen, dass Sie von den Massen mehr zu befürchten haben als von den mechanischen Bataillonen der Armee seiner Majestät. Ob er damit recht hatte? Weiß ich nicht. Oben ist auf jeden Fall ein Ei. Von der Seite kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Hm? Nee, wir lassen uns nicht von hier aus hoch. Müssen wir einmal komplett rum, so wie es aussieht. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge.